Guten Morgen, liebe Champions, und willkommen zurück zu Forza Motorsport. Wieder mit den Superlimousinen, mit unserem RS5, nachdem wir letztes Mal ein bisschen kassiert haben, muss man sagen an der Stelle. Wir haben eine Sekunde pro Runde Nachsehen gehabt gegen die Top 3. Wir müssen jetzt gucken, dementsprechend, dass wir im Tuning da ein bisschen was machen können. Uns hat es vor allem an der Power auf der Geraden gefehlt. Tatsächlich. Na, wir können da nicht so dramatisch viel machen. Bisschen was, aber nicht so extrem viel. Egal. Das alleine wird ja schon mal ganz gut sein. Dann noch die Stabis eventuell, dass wir ihm das Untersteuer ein bisschen mehr nehmen. Und dann sind wir vielleicht mal zumindest näher vorne dran. Wir werden zwar nicht komplett am Start sein, aber vielleicht ein bisschen zumindest, ein bisschen näher. Gucken wir mal. Gehen wir rein nach Indianapolis. Auch eine Strecke, die ich lange jetzt nicht mehr gefahren bin. Wir fahren auch die, ich glaube sogar langsamste Variante. Mit der Schikane am Ende unter anderem. Die schnellen Gegengeraden bilden eine technisch anspruchsvolle Sequenz, in der du alle blau-weißen Randsteine nutzen solltest. Ja, gebe ich mir Mühe. Okay, schauen wir mal, ob wir die Trainingszeit knacken jetzt. Haben wir das? Wobei, die haben wir das mal ja auch geschafft. 1,37,8. Okay. Wie gesagt, in den Netball ist es lange her, dass ich die gefahren bin. Daher muss ich da jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Aber ich sag mal, dass wir dem Wagen jetzt nochmal Power gegeben haben, ist wahrscheinlich erstmal ein richtiger Schritt, gerade für die Strecke hier. Weil auch wenn wir nicht das Oval fahren, haben wir schon krasse Vollgasanteile teilweise. Ah ne, wir fahren nicht komplett die langsamste Variante. Es gibt noch eine, die geht da rechts noch weiter. In die zusätzliche Kurvenkombination. I see. Geilen Flow hat es auf jeden Fall. Kann man so sagen. Ja, Auto-EP wären halt wichtig. Für die Meisterschaft, dass wir den Audi einfach tunen können. Ich meine, das wäre jetzt schon mal interessant zu sehen. Wir waren gerade im letzten Rennen gerade mal 13. in unserer Bestzeit. Aus dem Training. Da werden wir jetzt ja schon mal ein bisschen ableiten können, ob wir besser dastehen oder nicht. Wow, 2 Sekunden schon mal schnell, obwohl wir eine Kurve komplett versemmelt haben. Schon mal ein gutes Zeichen für den Anfang. Aber die Frage ist, wo sind die AMG Forza Editions? Was hauen die so raus? Wow, nochmal 6 Zehntel hier geholt. Das Ding ist halt, ich glaube, das Interview ist eine AMG Forza Edition und der holt gut auf. Keine Chance gegen die haben, glaube ich. Ich bin mal sehr gespannt, ob die jetzt immer noch bei 670 sind von mit ihm oder ob die jetzt auch wieder deutlich höher sind. Das wäre halt echt nicht geil. Weil dann müsste ich die letzten beiden Rennen eventuell auch mit einem C63 Forza Edition machen. Das möchte ich eigentlich nicht. Niedrige 35er, jawohl. Also von den Bestzeiten her stehe ich gut.
Klasse musste da halt mal weg, mein Gott. Es ist Training, da kann ich den wegschieben. Ah, nochmal 13. Okay. Also in die 34er können wir reinkommen. Das war nicht so weit innen. Wow. Krass. Bin auf jeden Fall ein Takt schneller als der M3 vor mir. Das ist auch schon mal gut, weil auch die BMWs waren ja im Training schneller als ich schon. Ist ein M4, by the way, kein M3. Falsch gesehen. Ja, das wird eine mittlere 34er sogar. 34,5. Puh, okay. Bin jetzt gespannt, was die KI so rausgeballert hat. Wieder nur 12. 33,1 vorne. Was? Also wieder die Forza Edition C63er. Okay, aber nee. Ich bin von der Zeit her schon der viertschnellste jetzt gewesen. Ich hatte einfach nur eine ungültige Runde. Deswegen ist sie so weit hinten. Ach nee, weil... Hä? Wieso? Ach, keine Ahnung. Aber egal, ich hatte 34,5 auf jeden Fall. Also ich wäre der viertschnellste gewesen im Rennen. Im Training. Ja, puh, okay. Da hat wieder von P12. Weil ich denke, es wird eh nur maximal P4 werden. Mit viel Glück eventuell P3, wenn vorne irgendwas schief geht. Ich möchte, wie gesagt, nicht auf den AMG Force Edition wechseln müssen für die letzten zwei Rennen. Bitte nicht. Ich sehe einen Forza-Flügel, by the way, zu meiner Linken. Eieiei. Einfach eure Seele verkauft. Komm. Ey! Nicht schieben! Von hinten. Das ist unsportlich. Ich darf das, aber ihr nicht. Okay, gibt eine Warning, aber der ist ein bisschen rausgefahren dadurch. Total ungewollt natürlich, von meiner Seite. Noch P2 damit. Ich bin auf der Garn jetzt stärker als der C63 vorne. Aber ich glaube, das ist der vom I höchste, der gerade die 33-0 gefahren ist im Training. Da werde ich nicht mithalten. Power hin oder her. Okay, also das sehe ich nicht ein, dass das 1,6 Sekunden sind. Also sorry, aber irgendwo ist auch mal gut. Man muss halt bedenken, das sind jetzt... Das ist jetzt auch wieder über eine Sekunde, die der C63 da vorne schneller ist als ich. Auf einer Strecke, die deutlich kürzer ist als Kia Lami letztes Mal. Ich habe in den Q
Kurven keine Chance gegen den. Auf der Geraden geht's sogar. Bei den Kurven keine Schnitte. Ja, ich kann einfach nur schauen, dass ich jetzt hier P2 nach Hause hole. Und wir genug Auto-EP freischalten, dass wir eventuell... Also Rennfahrweg sollten wir sowieso freischalten. Auf nächstes Mal. Vielleicht fürs fünfte Rennen die Gewichtsreduktion. Die wäre ganz geil. Und ansonsten kann ich nur hoffen, dass das vorne nicht derjenige ist, der gerade die Meisterschaft anführt. Wie gesagt, das ist jetzt auch schon wieder so eine gute Sekunde, die der mir pro Runde abnimmt. Da habe ich keine Chance. Na, sind jetzt auch wieder 1,6. Ne, das sind jetzt 1,2, obwohl ich mehr abgekürzt habe. Okay, das System ist wild. Warum pushe ich eigentlich so ins Extrem? Das gibt keinen Sinn. Gegen den Interview muss ich einfach nur verteidigen, falls der rankommt. Wobei da der Abstand wahrscheinlich groß genug ist und nach dem Vordermann will ich ja nichts aufholen. Ich muss gar nicht so sehr pushen, dass ich eine Strafe riskiere, eine weitere. Ich werde es, denke ich, da an der Stelle dann so machen, wie ich es in F1 mache, was Rückblenden angeht, dass ich die halt nutze, wenn ich eine Strafe oder so als Quatsch achte. So wie jetzt da eben die 1,6 Sekunden bei dem Mini-Cut. Das ist halt Käse einfach. What? Einmal komplett verbremst hier. Oh Gott. Jetzt mache ich es mir aber auch selber schwer. Ich müsste immer noch genug Abstand haben, aber ich... Warum bin ich dumm? Lol, wieso werden die 1,2 Sekunden übernommen, obwohl ich eine Rückblende genutzt habe? Ja, hammergeil. Das ist natürlich sinnvoll und macht Spaß. Also ja, das System ist ein bisschen weird immer noch, ab und zu. Ich müsste echt gucken, dass ich Fahrerstufe 9 erreiche, weil ich glaube, Stufe 9 war das Differential. Stufe 8 dürfte das Fahrwerk gewesen sein. Das haben wir eh schon. Wie gesagt, Stufe 9 noch zu erreichen, wäre sehr gut natürlich. Wenn das halt das Differential ist, weil das wäre bei dem RS5 natürlich insane. Noch eine Runde. Ah, Final Lap of the Race. Ich dachte, wir fahren 5. Okay. Dann habe ich echt noch eine Chance, das Ganze auch mit diesen 1,2 Sekunden zu schaffen. Also ja, wir sind jetzt auf jeden Fall deutlich besser dabei als in Kyalami noch. Wenn ich mir anschaue, wo der vierte gerade hängt, beziehungsweise der fünfte. Was ja vorher derjenige war, der, also die M3, M4 sind ja diejenigen, die vorher mit mir im Rennen die Pace mitgegangen sind letztes Mal. Den fahre ich jetzt schon gut um die Ohren, also dahingehend haben wir schon Fortschritt gemacht, definitiv. Für den Win reicht's halt, wie gesagt, noch nicht. Not even close gerade. Boah, das wird knapp mit Stufe 9.
Aber ja, wir sind jetzt wieder genau bei dem Problem. Ich weiß genau, was der Wagen bräuchte. Ich will beispielsweise eine Gewichtsreduktion brauchen, aber die schaltet man halt super spät frei. Ich weiß gar nicht, ob wir die Gewichtsreduktion überhaupt kriegen werden in der Meisterschaft hier. Das ist echt nicht geil. Was ich halt im Prinzip machen müsste... Tolles Rennen. Da ist ich 5, keine Chance. Wir sind auf P2 gelandet. Aber schneller als der Hintermann tatsächlich. Interessanterweise. Das war nicht meine Forza Edition, aber ich war schneller. Hey, nice. Ach, belastend. Nee, was ich meine auf jeden Fall, was ich machen müsste, ist, ich müsste jetzt in den freien Modus gehen mit dem RS5 Auto-Level grinden, damit ich die Teile freischalte, die ich benötige, um hier schnell zu sein. Und das ist halt einfach Käse. Fahrwerk-Differential, sehr gut. Silverstone im Regen. Oh, das könnte gut sein. Das könnte sehr gut sein für uns. Alright. Weil klar, Regen haben wir natürlich, den Allrad. Okay, jetzt auf jeden Fall erstmal Rennfahrwerk. Sind ja schon mal 500 Punkte, aber da führt kein Weg dran vorbei. Differential können wir dann wahrscheinlich gar nicht machen, gerade in dem Rennen. Super. Getriebe auch nicht. Ei. Schwungscheibe, ja. Na, die hilft auch mehr auf der Geraden. Gewicht holt die jetzt auch nicht so viel raus. Da will ich tatsächlich die Kupplung nehmen. Hoffen wir, dass es funktioniert. Vor allem das Rennfahrwerk natürlich jetzt. In Silverstone im Regen. Wenn wir jetzt eine gute Karte haben... Heißt es nicht unbedingt, dass der Wagen super funktioniert, sondern dass wir einfach die besten Bedingungen haben. Eigentlich sollten wir gegenüber den AMGs jetzt sehr gut liegen. Bitte, wie hast du das gerade ausgesprochen? Silverstone, natürlich, kennt man. Weltbekannt, das gute Silverstone. So, come on. Wir bräuchten ein echtes Differential. Aber können wir gerade nicht einbauen. Ich hätte es machen können, wenn ich ein bisschen Power rausgenommen hätte. Aber die Power brauchen wir halt gegen die BMWs. Das ist das Problem. Bei 27 müssen wir schaffen. Also die Meisterschaft muss ein Klatsch werden. In den letzten paar Rennen. Wir haben halt 10 Punkte Rückstand schon. Das heißt, es würde, glaube ich, nicht mal alleine reichen, wenn wir alle Rennen gewinnen. Weil der Unterschied sind ja nur 3 Punkte, glaube ich, zwischen 1 und 2. Ja, ich sag mal, selbst wenn wir die Meisterschaft nicht gewinnen, ich glaube, wir müssen sie ja nicht gewinnen, um weiterzukommen, oder? Ich hoffe zumindest nicht. Da steht ja einfach nur dran, abschließen bei den meisten. Abschließen heißt ja nicht P1. Abschließen heißt ja, wie gesagt, beenden. Das ist so eine Sache, was wir auf Twitch im Stream wahrscheinlich machen würden, wenn wir das jetzt nicht gewinnen sollten. Du
wir das da dann irgendwann mal nachholen. Der Audi fühlt sich jetzt aber sehr gut an. Wir haben ja schon öfter festgestellt, das Rennfahrwerk ist das wichtigste Tuning-Teil. Beim Audi hätte ich, wie gesagt, gerne eine Gewichtsreduktion und ein Differential drin. Aber ich glaube, allein das Rennfahrwerk würde uns schon gut helfen. Die Frage ist jetzt, ob wir an die Zeit rankommen oder nicht. Weil wenn wir die Trainingszeit schon nicht schaffen, dann haben wir gar keine Schnitte. Sieht jetzt erstmal aber ganz gut aus. Die schaffen wir sehr deutlich sogar. 2,5 Sekunden. Gut, ist aber auch eine lange Strecke. Deutlich länger als Indianapolis gerade und da hatten wir 2 Sekunden. Also technisch gesehen waren wir auf Indy sogar schneller. True, ich denke gerade drüber nach, was die Forza Edition AMG so krass machen könnte, ist tatsächlich die Forza Aero. Ich weiß jetzt natürlich nicht, aber das könnte wirklich sein. Dass die deswegen in den Kurven so krass und auf der Gerade ein bisschen verlieren, weil eigentlich ist der C63 auf der Gerade stärker als der Audi. Aber dann bremst die Aero die einfach auf der Geraden aus, aber in den Kurven sind die natürlich schneller damit. Das würde Sinn ergeben. Wenn wir halt hier nicht gewinnen, dann ist die Meisterschaft eh verloren. Wenn wir nicht mal das Regenrennen mit dem Allrad gewinnen, also dann ist echt Feierabend. Aber ich fühle mich jetzt auf jeden Fall schon mal deutlich schneller als in Indy. Einfach reines Gefühl bin ich schneller. Ich glaube, wie es in der Praxis gleich aussieht. Aber vielleicht ist der Regen echt der ausgleichende Faktor. Bisher liefen die Regen ja ganz gut für mich. Ich hoffe halt tatsächlich gerade, dass wir keinen rollenden Start haben. Ich glaube, ein stehender Start wäre insane. Wobei der Weg bis Kurve 1 ist halt nicht lang. Ich denke, wir werden einen rollenden Start haben tatsächlich. Weil sonst wahrscheinlich auch ein paar in der letzten Kurve starten müssten. Ja, wobei, nicht unbedingt. So, was sagen die Zeiten? 21,1. Ha? Wie können die jetzt noch weiter weg von mir sein? Wenn ich den Wagen jetzt nochmal getunt habe im Rennfahrwerk. Und wir im Regen sind, wo der Audi noch mal besser funktioniert als der AMG. Wie könnt ihr jetzt noch weiter weg sein? Das sind fast 3 Sekunden, die da vor mir weg ist. Fast 4 sogar, Entschuldigung. Okay, wow. Ja, nee, das sehe ich tatsächlich nicht ein. Stellen wir die KI lieber 2 Stufen runter und haben ein vernünftiges Rennen, aber das ergibt halt keinen Sinn. Dass die so viel stärker sind, das ist Quatsch. Aber dann wird es 100 Pro, es muss die Aerodynamik sein.
dann ist die echt OP in dem Spiel hier natürlich aber einen rollenden Start, selbstverständlich. Einfach Vorteil genommen. Da war ich. Sag mal, Leute. Was wird das hier? Okay, die haben sich wahrscheinlich jetzt einfach in der ersten Kurve nicht so ganz geeinigt, gekriegt. Ich denke mal, der wird gut dranbleiben, der AMG. Da werden wir jetzt aber auch sehr gut sehen, wie stark der in der Kurve ist. Ob das der ausschlaggebende Punkt ist oder nicht. Weil das wäre ganz schön belastend, wenn ich, sobald eine Forza Edition mitfährt, ich die KI runterstellen muss oder Forza Aero verbauen muss. Ja, aber der hat jetzt auch die Cops nicht so insane aufgeholt. Alles verwirrend irgendwie. Sag ich dir mal komplett weg. Ich habe keine Ahnung. Also jetzt war das ja so, dass wir von den Trainingszeiten her sehr ähnlich waren zu dem vorne. Zu dem AMG vorne. Und jetzt hat er auf einmal gar keine Chance mehr. Also 0,0. Ich kapier's nicht. Alles sehr verwirrend. Zeiten sind jetzt halt mit den Trainingszeiten schwierig zu vergleichen. Also klar, sowieso jetzt mal die erste Runde, aber allgemein weiß ich ja nicht, ob wir jetzt etwas mehr Wasser auf der Strecke haben oder nicht. Ich würde sagen, ja, vom reinen Gefühl. Aber mein Gefühl kann mich auch sehr täuschen, das weiß ich. Gerade dadurch, dass ich das mit dem Audi eh nicht so krass spüre, wie viel Wasser wir haben oder nicht. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall mehr als im Training. Ja, wir sind gerade auf Kurs für eine 228 gerade, weil das ist definitiv mehr Wasser. Vielleicht ist er deswegen jetzt schwächer, der AMG. Weil das jetzt genug Wasser auf der Strecke ist, dass er eben nicht mehr so den insanen Vorteil hat. Ach, ich weiß es nicht. Gott. Aha. Ich hatte schon mit der Strafe gerechnet, tatsächlich. Aber scheinbar nicht. Aber so oder so, egal welcher Fall jetzt eintritt, ob der AMG mit der Power so stark ist, mit der Aerodynamik oder was auch immer, egal in welchem Fall, ist das Quatsch, dass du hier einen Wagen in der Klasse hast, der klar der Beste ist. Und zwar nicht knapp, also das sind ja wirklich Sekunden, die der AMG Forza Edition den BMWs und den Audis abnimmt. Also da stimmt was von mir einfach nicht, da muss auf jeden Fall was gerebalanced werden.
Eindeutig. Weil das, wie gesagt, in der Form ist auf der höchsten KI-Stufe mit dem RS5, würde ich sagen, nicht zu gewinnen. So meine Einschätzung. Und ich würde schon sagen, dass ich jetzt auch nicht der schlechteste Fahrer bin. Ich meine, ja, ich bin jetzt auch keiner von den Besten, aber so insane schlecht bin ich jetzt auch nicht, glaube ich. Versuche ich zumindest von mir zu denken. Also hab schon einige Fortschritte gemacht im Verhältnis zum Motorsport 7. Aber jetzt weiß der, wie es sich anfühlt. Da hinten. Jetzt weiß er ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn der vorne wegfährt. Ne, da werde ich für nächstes Mal auf KI-Stufe 7 gehen wahrscheinlich und hoffen, dass das dann eine vernünftige Stufe ist. Für die Meisterschaft zumindest. Dass wir jetzt so wegfahren, damit habe ich halt absolut nicht gerechnet. Regen wird stärker und zwar ein gutes Stück. Holy shit. Strecke wurde dunkel, ne? Da siehst du jetzt noch so zwei Kurven weit. Ich könnte mir vorstellen, dass wir gleich auf der Geraden nicht mal die nächste Kurve sehen. Ja, da muss ich jetzt kurz. Das Spiel wird auch nicht checken, dass ich da keine Zeit gewonnen habe. Wird mit dem Strafsystem echt nicht so warm, tatsächlich. Sag mal. Wenn ich jetzt wirklich extrem langsam rüber mache. Dass ich halt safe Zeit verliere. Gehe ich trotzdem 1,1. Das Strafensystem ist. Es ist sehr willkürlich irgendwie. Also am liebsten hätte ich es wirklich. Ich muss mal gucken, ob ich das einstellen kann. Ja. Ach, ich weiß nicht. Am liebsten hätte ich schon irgendwie, wenn ich halt das Strafensystem auf die geringste Stufe reduzieren könnte und aber trotzdem mit Reifenabnutzung und Sprit fahren kann. Wie gesagt, das Strafsystem, es ist einfach random. Teilweise. Teilweise einfach extrem missverständlich, teilweise einfach super random. Letzte Runde. Und das gefällt mir nicht. Wie jetzt da die Lücke von P3 auf P4 auch schon wieder ist. Na, von P4 auf P5. So. Kann mir keiner erzählen, dass das Ding nicht OP ist. In der Klasse hier. Aber ja, die nächsten beiden Rennen dann auf KI 7. Und dann einfach mal hoffen, dass wir die Meisterschaft irgendwie noch gewinnen. Wie gesagt, es liegt nicht mehr in meiner Hand, jetzt schon. Wenn derjenige, der gerade führt, jedes Rennen auf dem zweiten beendet, ist er trotzdem Meister am Ende. Boah, Stufe 13, nice. Ja, noch zwei Stufen und wir können die wunderschöne Forza-Aero vorne auf den RS5 draufschmeißen. Yes! Irgendwann werde ich mir ein Auto mit Forza Aero aufbauen, auf jeden Fall, einfach um zu testen, ob das wirklich so stark ist oder ob das beim AMG andere Gründe hat. Muss ja sagen, in der Hot Hatch-Kategorie war das ja nicht so. Da hat man ja auch den Veloster Forza Edition dabei. Und der war jetzt aber nicht OP, also kam mir nicht so vor.
als ob der so krass wäre. Ich habe der KI jetzt, glaube ich, wirklich so 5 Sekunden oder was pro Runde gezockt. Ich habe keine Ahnung. Bin mal gespannt, ob irgendeiner von dem Start gewusst eine Penalty mitgenommen hat. Ich habe, glaube ich, 7 Autos berührt oder so. Gucken wir mal. Erste Runde schon mal 2,5 Sekunden auf den. Auf den zweiten, das ist wild. Der hat sogar noch 18. Strafe bekommen. Schade, der wäre fast hinter dem zweiten gelandet. Naja, es gibt ein paar, die Strafen haben hier. Ja, das ist in der Form noch nicht genug, was wir aufholen. Muss man leider sagen. Also da müssen wir den schon in eine ungünstige Lage bringen, sagen wir mal. Adressöle, Reifenmischung, okay. Heckflügel, ja, 35.000 Credits noch für Fahrzeug, für Fahrerstufe. Hakone, okay. Das wird interessant. Hakone bin ich ja, wie gesagt, noch nicht gefahren. Also einmal im Intro. Bin ich mal sehr gespannt, aber habe ich Bock auf jeden Fall. War eine schöne Strecke. Das wäre es dann mit dieser Ausgabe gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!